Willkommen zurück zu Sonic Lost World. Es ist ein DLC für Sonic Lost World für die Wii U erschienen, und zwar die Yoshi's Island Zone. Tja, wir haben so viele Sonic Let's Plays beendet und auch beide Yoshi's Island Teile Let's Played, also auf geht's, das Crossover müssen wir uns anschauen. Seit Dienstag, den 17. Dezember 2013 im Wii U eShop gratis erhältlich. Jeder von euch kann sich's downloaden. Voraussetzung natürlich, ihr müsst Sonic Lost World haben. Ah, die Grafik, ja. Natürlich Yoshi's Island Style. Und das Ganze geht ein bisschen langsamer zu als in den bekannten Lost World Stages, aber gut. Shy Guy, ne? Die können wir auf zwei Arten besiegen natürlich. Wie in Sonic Lost World eben, ist eigentlich nur ein neuer Level. Und es ist nur ein Level, also nicht allzu viel. Auffällig, hier gibt es keine Ringe, sondern das Ganze wurde durch Münzen ersetzt. Und wir sollten versuchen, möglichst alle Yoshi-Eier zu finden. Nicht 6 Stück wie im Originalspiel, sondern immer 3. Tja, und möglichst alle mitnehmen. Altbekannten Röhren, Piranha-Pflanzen, Shy-Guys, alles Mögliche aus dem Sonic-Universum. Da kommen wir nicht weiter, da müssen wir wohl in die Röhre rein. Ich habe es bis jetzt einmal kurz gespielt, aber nicht mal irgendwie komplett, sondern einfach nur mal angeschaut. Dann wollen wir mal hoch. Ja, also ich bin sowohl mit Sonic als auch mit Yoshi's Island bestens vertraut, ja. Eines der grandiosesten Spiele für Super Nintendo. Da konnte Yoshi's Story für Nintendo 64 nicht mithalten, meiner Meinung nach. Und auch Yoshi's Island DS, obwohl sie es versucht haben mit neuen Ideen, da kommt es nicht ganz ran. Es kommt ja 2014 Yoshi's New Island für den 3DS raus. Und der Grafikstil dort gefällt mir schon mal überhaupt nicht. Aber dafür der hier. So könnte Yoshi's Garn aussehen, also Yoshi und das magische Garn. Das hat noch keinen Arbeitstitel. Was ich auch unbedingt mit euch zocken will. Wir lassen uns ein bisschen Zeit, weil der DLC ist ohnehin ziemlich kurz. Ist nur eine kleine Zone. Ach, guck mal da oben. Blümchen. Einmal die dritte. Auf den Looping drauf. Kann den Level auch in knapp 20 Sekunden beenden. Ich habe da schon irgendeinen Speedrun gesehen, aber das ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders. Ja, also absolut. Ich wundere mich sowieso, warum die nicht sagen, 2014 ist das Jahr des Yoshi. Nachdem 2013 ja das Jahr des Luigi war. Und jetzt sagen sie, das Jahr des Luigi geht weiter. Macht nicht so viel Sinn, finde ich einfach. Zumal halt so viele Yoshi-Spiele 2014 rauskommen sollen, da passt dieser, oder dieser DLC hätte halt für, ich sag mal, Januar gepasst dann auch. Das wäre auch ein Grund, warum in Mario 3D World zum Beispiel überhaupt kein Yoshi da war, weil es einfach noch nicht das Jahr des Yoshi war. So, viele Münzen. Weiß nicht, wenn ich mich nicht treffen lasse, dann holen wir die Maximalanzahl raus. Schade, dass Sonic nicht die Yoshi-Eier werfen kann. Aber das wäre dann auch zu viel des Guten. Zack, weg da. Und wir gehen rein, holen uns die Blume natürlich. Also wenn man das... ja, das Level ist auch ziemlich einfach. Es soll einfach nur just for fun sein und ist auch gut. Es soll noch ein zweiter DLC erscheinen, und zwar geht's da um The Legend of Zelda. Zumindest gab es eine Anmerkung von Satoru Iwata, dass man dann bestimmt einen Link erhält zum nächsten DLC. So. Und da haben wir in der Tat alle Blumen. Das ist schön, so wollen wir es haben. Und zack. Ah nein, das darf nicht wahr sein. Spawnt er wieder? Das ist doch nicht die Möglichkeit. Und der spawnt nicht wieder. Wir müssen den anderen nehmen, aber wie komme ich da jetzt gediegen drüber? Okay. Ja, ihr habt es ja gesehen. Ah, so hat's gepasst. Okay, haben wir alles gefunden. Alle Münzen, alle Yoshi-Eier und ja, auch alle Blumen. Sieht episch aus. So viele Yoshi-Eier hat Yoshi selbst nicht in sich herschleifen können damals. Naja, mal sehen, ob Yoshi's New Island zumindest spielerisch wieder an das Original anknüpfen kann. Mein Let's Play zu Yoshi's Island
für den GBA. Ist ja identisch, nur ein paar Level mehr. Zur ihr wisst schon, Version vom Super Nintendo. Und wir sehen die ganzen Yoshis, die alle extra Leben geben. Also Let's Play sehenswert, Yoshi's Island DS ist mir zum Ende hin die Puste ausgegangen, weil ja, der Levelaufbau nicht so genial war wie beim ersten Teil. Und ja, muss man sehen, ob der 3DS da mithalten kann oder nicht. Denkbar schon, dass wir es Let's Playen. Einziger Wermutstropfen, diese Zone erscheint wieder nach 100.000 Punkten. Was soll das denn? Ja. Nicht so überragend, finde ich. Aber ich habe jetzt nur, als ich das Level hier zum ersten Mal gespielt habe, habe ich nochmal den ersten Level gemacht. Und dann, ja, lass gut sein. Und wisst ihr, den ersten Level und nochmal so ein, yay, so ein Zirkus, und da hatte ich hier 100.000 Punkte voll. Also, danach könnt ihr es natürlich unendlich spielen. Das war der Yoshi DLC. Ganz nett anzuschauen. Ich denke mal, es war Mitte der 90er Jahre undenkbar, dass sowas wirklich, also, das kommt ja fast schon wie eine Demutserklärung von Sega. Dass sich Yoshi hier, ja, dass Sonic hier durch irgendwelche Yoshi-Level spaziert. Gut, ich hoffe mal, ihr habt alle meinen Let's Play zu Sonic Lost World gesehen, nicht wahr? Wunderschöne Welten. Und ja, das wär's mit dem DLC gewesen. Kleines Bonusvideo. War einfach mal an der Zeit, es zu zeigen. Und ja. Hier der flauschige Pac-Man. Alles klar, Freunde. Wenn der nächste DLC erscheint, wann auch immer das sein wird, wird auch gezockt von mir. Alles klar? Freunde, bis dann und ciao.